Die Pokémon-Liga der Paldea-Region hier in Karmesin und Purpur. Sieht so aus, als hättet ihr genau richtig eingeschaltet, ja. Dieses Hefel und Fluffelor freuen sich auch schon auf den Part. Und wir können beginnen. Wir waren ja schon einmal hier, nur da hatten wir null Orden und kamen nicht besonders weit. Diesmal wird's anders laufen. Ich komme als gestandener Trainer zurück. Und hat sie sich nicht sogar schon angekündigt, dass sie ein Top-4-Mitglied ist? Hallo Let's Play Markus, du hast dich also dazu entschieden, dich der Pokémon-Liga zu stellen. Um den Champ-Rang zu erreichen, musst du noch einen letzten Test bestehen. Und dieser findet in dem Gebäude hinter mir statt. Ich wünsche dir von ganzem Herzen viel Erfolg, Let's Play Markus. Wir sehen uns dann nach der Prüfung wieder, ich freue mich schon darauf. Ich glaube, eine Prüfung haben wir sogar damals schon gemacht, aber die war nicht von Belang. Hörte ich da vielleicht? Ja, ich habe dich genau gehört. So viel Zeit muss sein. Ein wunderschön. Möchtest du dich der Champ-Prüfung der Pokémon-Liga stellen? Ich denke schon. Du bist Let's Play Markus von der Orangenakademie, korrekt? Wie ich sehe, besitzt du 8 Arena-Orden. Das kann er, der hat einen Röntgenblick, wisst ihr? Dann ist ja alles da. Tritt bitte ein. Dich erwartet eine mündliche Prüfung. Die habe ich schon bestanden. Aber die mache ich gerne nochmal. Nee, ernsthaft. Als wir direkt aus der Akademie raus waren, ist es erst, wo ich hingelaufen bin, hier zu Kai. Und Kai haben wir auch schon in der Arena getroffen. Vielen Dank, dass du dich heute hier eingefunden hast. Und Kai ist weiblich, möchte ich mal dazu sagen. Für einfach mal dahergesagt. Nimm doch bitte Platz. Auf Englisch sogar Rika. So wie ich meinen Rivalen in Platy nannte. Mein Name ist Kai. Ich werde heute deine Prüferin sein. Beginnen wir nun mit dem ersten Teil deiner Champ-Prüfung. Hierbei handelt es sich um die mündliche Prüfung. Lass mich zunächst sehen, wie viele Arena-Orden du besitzt. Das wurde am Eingang schon geklärt. 8 Stück, wunderbar. Ich werde dir nun ein paar Fragen stellen, Let's Play Markus. Bitte wähle deine Antworten mit Bedacht. Dein einziger Fehler ausreicht, um durchzufallen. Dann wollen wir mal anfangen. Wie hast du dich heute hierher begeben? Alter, alles drei, wenn man so will, aber in diesem Part... Sie sagt heute, und in diesem Part heute war ich zu Fuß unterwegs. Das war eine gute Entscheidung. Bitte nenne mir den Namen der Akademie, an der du zurzeit eingeschrieben bist. Wenn man hier was Falsches macht? Ja, die Traubenakademie ist in Purpur, aber was ist die Apfelakademie? Ja, was fragst du mich als nächstes? Bist du ein Mensch oder ein Pokémon? Richtig. Warum bist du heute zur Pokémon-Liga gekommen? Um Pokémon zu fangen? Einfach so. Um Champ zu werden. Ich hoffe es zumindest. Ja, dies scheint mir unter den gegebenen Umständen auch die passende Antwort zu sein. Ich glaube, man hätte alles... Naja, nee, Pokémon fangen wir einfach falsch. Angenommen, du bist tatsächlich Champ. Was möchtest du dann als nächstes tun? Noch stärker werden, gegen Nymila kämpfen, einen Schatz finden. Ich denke, wir kämpfen gegen die, ne? Und zwar so richtig. So ist das also. Sehr interessant. Als nächstes wüsste ich gerne, welche der 8 Arenen dir am schwersten gefallen ist. Oh. Das ist tatsächlich das auch die Reihenfolge, wo ich gemacht habe, ne? Witzig, in Garafosa waren die Level deutlich höher, weil wir da noch nicht hin sollten. Garafosa war Aoki mit seinen Normal-Pokémon, ne? Nee, das ist nicht die Reihenfolge. Boladin, aber Boladin ist doch... Stimmt, das ist die richtige Reihenfolge. Das ist die vorgegebene Reihenfolge. Moltres ist, Boah, was war denn das? Also Boladin war Pflanze, Garafosa war doch Wasser, Vermanka Elektro. Mesclara war das. Die habe ich so früh gemacht. Sag ich einfach mal, Mesclara. Verstehe. Gegen wen bist du in dieser Arena angetreten? Mesclara war Aoki. Mach's nicht so spannend. Du scheinst ein gutes Gedächtnis zu haben.
musste ich halt an die Stadtnamen erinnern und einprägen. Erinnerst du dich auch an den Typ, den die Pokémon von Aoki gemein hatten? Ganz unten. Das war Typ Normal. Ich frage mich sowieso, welche Typen die Top 4 besitzen, weil alle 18 Typen bereits genutzt wurden von den Herrschern, Team Star und den 8 Arenen. Wunderbar. Dein Ablegen der Champ-Prüfung zeugt davon, dass du über jede Menge Können verfügst. Daraus schließe ich, dass du auch einer großen Anzahl verschiedener Pokémon begegnet bist. Oder welche Arena fiel euch am schwersten? Natürlich ist Psycho auch sehr schwer, das ist wahr, aber... Aber kannst du mir sagen, welcher Kategorie das erste von dir ausgewählte Pokémon angehört hat? Ja, das ist ja wohl... Jungente! Das sagt ja der Name schon. Sehr schön, sehr schön. Entschuldige, aber lass mich eine der Fragen von vorhin bitte nochmal einmal stellen. Wenn du wirklich Champ werden solltest, was wäre dein nächstes Ziel? Warum dieses Nachhaken? Ich muss aber die Frage doch, die richtige Antwort wiederholen, oder nicht? Alles Psychotricks hier. Habe ich auch einen 50-50-Joker, oder? Ach, richtig, das war's. Wenn ich jetzt umentschieden hätte. Kommen wir nun zur letzten Frage. Magst du Pokémon Let's Play, Markus? Also bei dem, was Game Freak und die Pokémon Company in letzter Zeit abliefert. Aber ich mag auch die früheren Generationen sehr, also ja. War ja allgemein bezogen. Hm? Das war jetzt eine sehr verwunderliche Antwort, ne? Da zuckt dein Charaktermodell regelrecht. So, das war's dann hiermit für dich. Die mündliche Prüfung ist vorbei. Und wer hätte es gedacht? Ich darf dir gratulieren, Let's Play Markus. Du hast den ersten Teil der Champ-Prüfung mit Bravour bestanden. Und das auch noch gleich beim ersten Versuch. Ich glaube, das hat seit Nemila keiner mehr geschafft. Alles Flaschen. Aber egal, Zeit zum Grübeln haben wir auch später noch. Auf zur nächsten Prüfung. Dabei stehen dir Pokémon-Kämpfe gegen die Top 4 bevor. Deshalb nennen wir diesen Teil auch die praktische Prüfung. Mit rollendem R. Ich weiß, kein besonders einfallsreicher Name, aber hey, er erfüllt seinen Zweck. Du wirst gegen 4 ausgewählte Trainer der Pokémon-Liga antreten, und zwar hintereinander. Das wird kein Kinderspiel, also sieh zu, dass du dich gut vorbereitest. Wenn du soweit bist, geh einfach durch die Tür hinter mir. Ja, dann nicht lang schnacken, oder? Ich weiß ja nicht mal, welcher Typ drankommt und so weiter. Wie wird das Ganze aussehen? Sind wieder verschiedene Räume. Dieser ist ziemlich kahl gehalten. Ja, schon gedacht, schon gedacht. Dann lass uns gleich mal loslegen. Als erstes bekommst du es mit meiner Wenigkeit zu tun. Ein Kampf gegen Kai von den Top 4. Glaub ja nicht, dass ich es dir leicht machen werde, also leg dich besser ins Zeug. Wunderbar, dann lass doch mal sehen. Kai von den Top 4 fordert dich heraus. Mit Velsa. Ja. Endlich können wir mal gegeneinander kämpfen. Wehe, du knickst zu schnell ein. Interessanter Soundtrack. Aber definitiv das falsche Pokémon. Pflanze wäre eine hervorragende Wahl, aber da habe ich ja nichts im Angebot. Seht ihr, mein ganzes Team hat nichts sehr Effektives gegen Wasserboden. Nichts gegen Wasserboden im Angebot. Dann würde ich sagen... Achso, Boden ist sehr effektiv gegen Kampf. Dann wollen wir das mal so wuppen. Welser ist natürlich auch... Kandidat.
Ich bin auch sehr gespannt, wie viel wir heute schaffen werden. Ich würde ja fast sagen, wir teilen das auf. Halbe, halbe. Zwei heute. Ich meine, es scheint sich ja auch ein bisschen zu ziehen. Beginnen wir mit der Drachenklaue. Also, das Level ist auf Level 57. Espinodon ist natürlich mein stärkstes Pokémon vom Level her. Deswegen da schon mal... ja, muss man, das wird sich schon noch anpassen, glaube ich, das Levelniveau. Die andere Frage, die sich stellt, ist Kai jetzt Typ Wasser, Typ Boden oder einfach bunt gemischt? Sieht nach Boden aus. Es kommt Domfahren. Es kommt Domfahren ins Spiel. Die Frage, ja, da kommt bestimmt auch eine Terra-Kristallisierung gegen Ende. Würde mich wundern, wenn nicht. Gegen reine Boden-Pokémon ist auch Eis sehr effektiv, aber ich habe mich dazu entschlossen, bei Londa kämpfen zu lassen. Ist das Robustheit, genau. Mal zweimal draufhauen. Da kommt Diktri, also tatsächlich Typ Boden. Als ob noch kein Diktri begegnet wären. Wir hatten Schlicktri, aber kein Diktri. Der Sandsturm. Mitten in so einem sterilen Gebäude. Kamerupt, da sind wir auch dabei, ne? Wasser, die Option. Da machen wir natürlich kurz einen Prozess. Das vorletzte Pokémon. Oben rechts sehen wir das 5 Pokémon. Ich denke mal, auch eine gute Anzahl ist. Haben die meisten Top 4 Mitglieder in der Regel. Zoolord, das ist die Morlord-Alternative. Haha, nicht übel, sprach der Dübel. So machen Kämpfe Spaß. Wie bitte? Und verschwand in der Wand, wo ihn niemand mehr fand. Allerhand meinte die Wand und nahm es dem Dübel übel. Aha. Jetzt wird's ungemütlich für euch. Zoolord, schüttle unsere Gegner ordentlich durch. Ja, wollen die mir was sagen? Es kann durchaus sein, dass so ein Übersetzungsteam die deutschen Übersetzer vielleicht auch mit dem einen oder anderen YouTuber vertraut sind. So ist ja auch unter anderem mein Name in Yo-Kai Watch 3 aufgetreten. H2O-Absorber. Also das ist wirklich Typ Boden, was wir da sehen, ja. Bei Londa sollte raus. Dann gehen wir nochmal auf die Eisschiene. Besser ist... Toxin ist halt auch eine toxische Sache. Und setzen auf den Eiszapfhagel. Ich glaube, ich habe zuvor noch nie die Bodenterra-Kristallisierung gesehen. Schön aufpassen, dass dir der Boden nicht unter den Füßen weggezogen wird. Kai sieht immer so gechillt und ruhig aus und dann kommt so ein dynamischer Text. Die Frage, die ich mir stelle, ich will es eigentlich herausfinden. Ich finde es jetzt heraus. Ich werde selbst Terra kristallisieren. Und möchte wissen, ob ich, trotz dass ich wahrscheinlich nicht zum Pokémon Center komme, im nächsten Kampf wieder Terra Kristallisierung einsetzen darf. Normalerweise ja erst, wenn man den Orb wieder auffüllt. Aber jetzt einen auf Sparbrötchen die ganze Zeit zu machen, ohne zu wissen, ob das nötig ist, lege ich es also drauf an. Ganz oder gar nicht. Zoolord, Alter, den muss man sich erstmal vor Augen führen. Das war's mit Kai. Was nur Schnute. Reife Leistung.
Hättest du nicht gedacht, dass ich damals zu dir gekommen bin? Als Komplett-Amateur. Mit Ferkuli im Team. Ach Mist, gegen dich hatte ich einfach keine Chance. Aber der Kampf hat trotzdem Spaß gemacht. Ich fühle mich irgendwie total erfrischt. Weißt du, es gibt nicht viele Trainer, die in der Lage sind, die praktische Prüfung zu meistern. Doch bei dir habe ich ein gutes Gefühl. Dir könnte das vielleicht gelingen. Du darfst jetzt nur nicht leichtsinnig werden. Das nächste Mitglied der Top 4 ist nämlich noch mal eine Ecke stärker als ich. Häng dich rein. Hey, du bist an der Reihe, Stöpsel. Ich komme. Ja, Poppy. Wir trafen Poppy bereits. Hast du etwa verloren, Kai? Und ich habe ja gesagt, das wäre ziemlich surreal, dass ein so junges Trainerdasein schon in der Top 4 ist. Viele entgegneten, die ist gar nicht so jung, die ist halt nur kleinwüchsig. Sieht jetzt nicht so aus, aber das ist auf jeden Fall realistischer, als hinzugehen und zu sagen, so eine Dreijährige reißt schon alles. Das wäre ja dann das Talent des Jahrtausends. Aber hallo, er ist echt stark. Sieh dich besser vor. Ich werde euren Kampf als unbeteiligte Zuschauerin verfolgen. Räche mich, okay? Ja, mach ich. Ich muss wirklich heilen gehen. Das heißt doch wirklich, ich kann nicht weiter Terra kristallisieren. Aber wisst ihr was? Das ist sogar in Ordnung. Ich kann es auch gerne aufnehmen. Ich habe genug Top-Genesung. Was soll der Geiz? Ich kann es sogar mit denen aufnehmen, ohne mich irgendwie anderweitig. Heilen sollte man schon, ne? Das ist ja Quatsch. Wir erinnern uns, dass jemand sich mal beschwert hatte. Ich glaube, im letzten oder vorletzten Pokémon-Let's Play von wegen Bruder. Warum heilst du dich nach jedem Top-4-Mitglied? Aber das ist jetzt wirklich nichts Verwerfliches. Also, wenn es das Spiel erlaubt, ist es ja so gedacht, ne? Man kann es sein lassen oder man macht es. Bist du bereit? Und ich gehe sie ja mit voller Ernsthaftigkeit an. Bist du bereit, gegen Poppy von den Top 4 anzutreten? Die heißt auch noch Poppy, Alter. Was? Zu viele Cake Pops gegessen. Pringles. Einmal gepoppt, nie mehr gestoppt. Echt toll, dass du es bis zum zweiten Kampf geschafft hast. Aber jetzt ist Zeit für dich, nach Hause zu gehen. Meine Pokémon sind nämlich alle hart wie Stahl. Deine schwachen Attacken machen ihnen gar nichts aus. Du wirst schon sehen. Kommt raus, meine Lieben. Die Musik ist der Hit. Stahl? Stahl? Da habe ich außer Kampf nicht viel entgegenzusetzen. Angriff, Patini! Lass uns toben und stampfen! Tja. Wir versuchen es trotzdem mal. Oh, ich kann wieder Terra kristallisieren. Hä? Die Pokémon werden nicht geheilt, aber der Orb wieder aufgefüllt? Das ist ein Ding. Den kannst du noch klatschen, aber da müssen wir wechseln. Patinaracha. Als nächstes kommt Bronzong. Ja, was soll's, ne? Ich gehe auf Kampf. Es ist mein Kampf-Pokémon mitunter. Also wird hier auch der Kampftyp ausgepackt. Was auch schlecht ist, dass Bronzong auch Psycho drauf hat, wenn ich so drüber nachdenke. Lassen wir also... Ja, das verringert aber... Verteidigung, Spezialverteidigung. Ich setze auf Durchbruch. Erstmal Butter bei die... Oh, Scheiße. Das ist nicht mal sehr effektiv. Dann nehme ich ihn erst nochmal kurz raus. Mir fällt alle... Ach, Erdbeben. Wir haben noch Erdbeben drauf. Das ist wegen... Ah, das ist wegen Psycho. Aber der hat Schwebe. Der hat Schwebe. Der hat nichts anderes. Der hat Schwebe, Alter. Ah! 90% sicher. Der hat Schwebe.
habe ich mich verleiten lassen von dem sehr effektiv Schriftzug. Weißt du was? Ich probiere es mal für den unwahrscheinlichen Fall. Ja. Der hat Schwebung. Geleimt. Von so einem Kindergartenkind geleimt worden. Alles andere ist nicht sehr effektiv. Ja, das ist, wenn man kein probates Mittel hat. Wir haben Feuerzahn, aber das ist halt... Let's go. Ich will ja auch die Kämpfe auskosten. Ich will sie an die Länge ziehen. Aber es sieht schon gut aus, ne? 20 Minuten. Wir werden also jeweils zwei Top-4-Mitglieder pro Part machen. Das wird das Beste sein. Okay, Backe. Ich würde fast schon sagen, ja, auf den Knirscher. Bronze ist aber leider ein Tank. Ach, come on, das ist, als ob du es nicht aushältst. Das halte ich ja nicht im Kopf aus. Ich werde dafür sorgen, dass Bailonda dafür sorgt, dem jetzt ein Ende zu bereiten. Und ich hoffe, die nächsten mal richtig reinzuzwiebeln, wenn es sein muss mit Nahkampf. Aber die haben ja oft Kramor. Aber weißt du was? Kramors Stahlflug, nicht wahr? Elektro müsste sehr effektiv sein. Also Elektro ist auch normal effektiv auf Stahl. Ne? So, die dicken Birds sind am Start. Auf die zwei Typen kommt es an, Leute. Good job. Magnezone. Ja, der hat auch Schwebe. Nee, der hat nicht Schwebe, der hat Magnetismus. Was hatte der denn noch? Der hatte Elektro. Ja, Elektrostahl hat der. Der hätte jetzt tatsächlich Erdbeben getroffen, ne? Aber da können wir mit Nahkampf arbeiten. Magnezone, richtig starkes Ding. Hatten wir, glaube ich, in Let's Play Pokémon Diamant. Oh ne, es war Schwarz 2. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn du einen Abgang machst. Robustheit. Der hat Robustheit. Nichts mit Schwebe, Magnetismus, Robustheit. Die Sabal doch super nervig. Schutz gegen Spezialattacken, das ist aber nicht spezial hier. Und generell Durchbruch ist ja gegen solche. Das ist ja auch gut. Lichtschild hätte ja auch für das nächste Pokémon gezählt. Und das ist Granforgitar. Und soll ich euch was verraten? Das sagt mir nichts. Ist das ein neues Pokémon? Ich hab keine Angst. Mein letztes Pokémon wird mir bestimmt aus der Patsche helfen. Granforgitar. Aha. Dieses Hammer-Pokémon entwickelt sich und kriegt einen immer höheren, immer stärkeren Hammer, oder was willst du mir erzählen? Jetzt machen wir dich schick, Granforgitar. Da grinst sie mit Absicht. Aber das könnte auch Typ Fee als zwei Typ sein. Ich habe mich damit leider nicht intensiv befasst. Nicht, dass das sich rächt, ne? Sieht schon mal ein bisschen stark aus, ne? Auf jeden Fall. Ja, übel. Zu Tode geknuddelt mal wieder. Also wenn es Stahlfee ist, dann sind Feuer und Boden die einzigen, die Schaden machen. Also sehr effektiv. Gift und Drache zählt ja dann beides gar nicht. Das ist schon eine starke Kombination. Oh oh. Nur die Harten kommen in den Garten, deshalb gewinne ich mit meinen stahlharten Pokémon. Was haben die eigentlich für flotte Sprüche auf Lager? Wo haben die sich mal in meinem Sprüchearsenal
bedient. Tja, dass der was auf dem Kasten hat, das war mir fast klar. Nichts davon ist sehr effektiv. Das ist alles nicht sehr effektiv, ne? Aber Hauptsache, ich mach Schaden. Psycho, Flug, B. Aber es reicht. Respekt! Schöne Kämpfe! Das entschädigt für diese ganze Item-Einsammlerei in der leeren Welt. Bläh! Meine Rede, sag ich auch immer. Ist auch wieder mein Spruch. Dabei wollte ich mich doch an dir rächen, Kai. An dir? Für dich. sagt sie sogar. Ich hoffe doch mal stark, du wolltest nicht an mir rächen, sondern mich rächen. Naja, schwamm drüber, Poppy. Da du verloren hast, sollten wir jetzt so langsam mal den Dritten im Bunde rufen, oder? Oh ja, ich muss schon so lange nicht mehr rufen. Aoki, du bist dran. Aoki? Ist er wirklich er? LOL, die haben den rangeholt. Ich hab gesagt, gegen den hatte ich die meisten Probleme. Und den Arena-Leiter holen die? Hallo, ich bin's, Aoki. Warum? Oder? Das ist mal ein Ding. Ich weiß nicht, ob's so ist, aber mich würde es wundern, warum soll er sonst kommen, ne? Wir erfahren es im nächsten super spannenden Part, wo wir die nächsten beiden Top-4-Mitglieder klatschen. Geht schon wieder um Bailandor mit Kampf. Aber noch viele andere spannende Themen. Leute, nicht verpassen, Like da lassen. Bis dann und ciao.